Wir haben keine Chance gehabt, da irgendwie vorbeizukommen. Wir haben in kompletter Zugstärke im Stau gestanden. Wobei die Pkw- und Lkw-Fahrer in Viererreihen nebeneinander standen. Retter, die sich hilflos fühlen, weil die Autofahrer nicht das tun, was sie tun müssen, im Autobahnstau eine Rettungsgasse bilden. An den Unfallstellen verstreichen die Minuten und die Helfer kommen nicht durch. Diese Erfahrung macht auch die Feuerwehr Lehrte auf der A2 und der A7 immer wieder. Sie muss helfen, etwa wenn Personen eingeklemmt sind. Ohne sie kann der Notarzt oft gar nichts tun. Wenn man dann im Stau steht, dann geht es einem schon so, dass der Puls auch mal hochgeht und man durchaus auch mal selber merkt, dass man aggressiv wird. Einfach weil das, ja, man kann es halt einfach auch nicht verstehen, wieso manche Leute jetzt auf der dritten Spur dort rumstehen. Hinter ihnen ist das Martinshorn laut an und sie sitzen in ihrem Auto, ich weiß nicht, und machen halt nichts. Was ist dann wirklich so, dass Autofahrer kurz vor dir noch mal aus der eigentlichen Rettungsgasse rausziehen? Oder sie stehen dann schon und meinen, sie wollen noch mal die Fahrbahn wechseln und fahren vor dir noch mal ganz schnell quer rüber? So, und wenn wir als Einsatzkräfte losfahren, das Schlimmste, was für uns, was es gibt, ist es sowieso, wenn es heißt, es sind Kinder betroffen, und dann müssen sie in dem Auto sitzen und sie, wie die Kollegen sagen, bekommen richtig Aggression, dass da vorne nichts passiert. Dabei ist es im Prinzip ganz einfach, eine Rettungsgasse freizuhalten. Gebildet wird sie zwischen der Spur ganz links und der daneben. Und am besten, bevor der Verkehr komplett stoppt, stehen die Autos erst dicht an dicht, ist es zu spät. Das lernt zwar jeder in der Fahrschule, verinnerlicht haben es viele aber offenbar nicht. Die Einsicht ist schlichtweg nicht da. Und das kennt ja jeder von sich selber auch. Man verfällt dann in einen Selbstschutz. Es gibt ja keiner zu, dass er einen Fehler macht. Und was das Thema Rettungsgasse angeht, das ist eigentlich auch schon kein Fehler mehr. Das ist ein kollektives Versagen. Diesem Versagen möchte der Innenminister zum Ferienbeginn entgegentreten. Zusammen mit ADAC, Verkehrswacht und den Johannitern ein Pressetermin direkt an der Autobahn. Zeigen, wie das geht mit der Rettungsgasse und darauf aufmerksam machen, dass es um Menschenleben gehen kann und die eigene Eile hinten anstehen muss. Sicherlich ist es ein Phänomen, dass man selber sich nicht betroffen fühlt in der Situation. Man stellt sich in den Stau, man ist verärgert, ist unter Umständen mit anderen Dingen beschäftigt und möchte einfach nur raus aus der Situation und verhält sich deshalb eben auch bewusst falsch. Nach österreichischem Vorbild sollen künftig Banner auf die Verantwortung hinweisen, hoffen auf den Lerneffekt. Wenn es das nicht hat, dann wird man auch über höhere Bußgelder nachdenken müssen. Das war in Österreich übrigens ganz ähnlich. Ich wünsche mir das nicht, weil macht die Sache nicht besser, aber wir müssen den Effekt erreichen, denn auf deutschen Autobahnen ist das leider ein völlig unbekanntes Vorgehen, Rettungsgassen wirklich zu bilden. Wie schnell der Lerneffekt eintritt, könnte sich schon am Wochenende zeigen. Mit dem Urlaubsverkehr kommen auch die Staus. Aus Sicht der Retter ist der Lärmbedarf groß. Also wenn wir gut zur Einsatzstelle kommen, dann war kein Verkehr. Das kann man ganz klar so sagen. Und noch eines betonen die Feuerwehrmänner. Je schneller sie helfen können, desto eher löst sich der Stau auf und es geht weiter. Und mit desto weniger Frust kommen die Notärzte, Sanitäter und Feuerwehrleute von ihrem Einsatz nach Hause.